Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, was haben wir denn heute auf dem Gabentisch? Heute haben wir natürlich wieder mal einen Zuschauerwunsch, ne? Genau, Instagram, YouTube, da, ne? Kommen immer einige Wünsche rein, da. Haben wir hier interessante Fläschle Bier zu stehen. Opas Liebling, ja, Härte, Opas Liebling. Mit diesem schicken Etikett, ja, hat eine Weile gedauert, bis ich es gefunden habe. Musste ich tatsächlich erst bestellen, weil im Laden bei uns habe ich es noch nicht stehen sehen. Da gibt es auch noch andere Sorten aus dieser Brauerei. Ja, Frankenfamilie, Härte, Brau, was steht da drauf? Braumanufaktur Opas Liebling, 4,8% Umdrehungen. Ist ein Kellerbier übrigens. Drin haben wir richtig dick geschrieben. Das ist was, so ist es YouTube-freundlich, weil da kann man auch alles lesen ohne Brille, ohne alles. Da kann ich mal weghalten. Weiß ja, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe. Ach was, mach Sach. Ja, sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Das Etikett, Freunde, das finde ich irgendwie putzig. Ich weiß auch nicht. Da ist da so ein Obi drauf, ne? Der hat da so einen schönen Bierkrug in der Hand. Und das ist sympathisch. Auch so in Rot gehalten mit den Hopfendolden. Also das nenne ich mal wirklich ein richtig schickes Etikett. Das gefällt mir. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, von wem der Wunsch war. Ich glaube aber auch, müsste Instagram gewesen sein, weil ich zuerst die Instagram-Wünsche abgearbeitet habe und dann erst die YouTube-Sachen. Auf jeden Fall Liste Bayern. So, Freunde, wir haben natürlich wieder Bierdurst, also machen wir es mal auf, würde ich sagen. Etikett, geil, kriegt schon mal volle Punktzahl, finde ich schon mal richtig gut. So, lässt sich schon mal gut öffnen. Ja, und auch die Kapsel ist bedruckt und zwar ist da der sympathische Oppi drauf, ne? So sieht das aus. Kriegt der Sammler, da freut er sich. So, wollen wir mal schauen hier. Entspannungsverdampfung. Ja, kommt ein bisschen raus, sieht gut aus. Ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Der Herr hat wieder Bierdurst, ne? Ist ja auch schon später Mittag hier heute. So, na, das läuft doch mal ganz geschmeidig da ins Glas rein. Finde ich doch schon mal gut. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Finde ich schon mal schön. Von der Blume, na, ich würde mal sagen, anderthalb Fingerbreite Blume beim normalen Einschank. Fein bis mittelporig, paar Luftbläschen sind drauf. Von der Farbe her cremeweiß. Und wenn ich mir das so anschaue, ja, bleibt auch ordentlich an der Glaswand haften. Ich würde sagen, 90 Sekunden Standard wird das Blümchen da im Glas stehen bleiben. Schaut mal selbst. Wie immer überzeugt euch da mal ein bisschen auch. Ne? Sieht doch ganz gut aus. So, was haben wir denn da? Okay, Kellerbier sollte normalerweise immer ein bisschen trüber daherkommen, nicht ganz so glänzend und das tut's auch. Im Farbspektrum bewegen wir uns ganz klar in diesem, ich sag's jetzt mal, dunklerem Orange, Bernsteinfarben, ja, durchaus ein bisschen kräftiger, ein bisschen saftiger. Das präsentiert sich hier im Glas. Finde ich ehrlich gesagt schon mal richtig gut. Für ein Kellerbier sage ich, jo, passt soweit. Karbonisierung kann man auch erkennen. Ja, eher ein bisschen schwerfälliger, ein bisschen ruhiger, perlt jetzt nicht ganz so stark ab, ist jetzt nicht ganz so ein Jacuzzi oder so, sondern halt auch eher ein bisschen gemächlich. Ist okay. Ja, und von der Tiefe her sieht es richtig saftig aus, alles andere als wässrig. Also ich muss sagen, so alles im allem könnte für meinen Geschmack noch trüber sein, aber okay. Optik, Ästhetik, was wollen wir geben, Freunde? Sieht doch eigentlich ganz sympathisch aus, oder? Kann man noch, gut, sogar ein Blumenteppich hat sich gebildet halt, ne, ja. Komm, 4 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik, finde ich gut. Wäre es ein bisschen trüber und wäre die Blume noch ein bisschen voluminöser, hätte ich sogar 5 oder 6 Punkte gegeben, ja, bin ich ehrlich. So, Freunde, wollen wir mal ein bisschen einschnuppern, mal sehen, wonach es duften tut. Oha. Ja, auf jeden Fall jetzt nicht sehr selbstbewusst, aber deutlich wahrnehmbar. Und zwar erstmal Malzkörper. Wir haben hier eine leichte Lieblichkeit, die ich rausrieche. Ein bisschen Nussigkeit und eine schöne Würze. Das ist so das, was ich jetzt erstmal rausschnuppern kann. Alkoholkante nehme ich nicht wahr. Ja, geht auf jeden Fall deutlich so in diese liebliche Richtung rein. Hopfen. Oder Floralität, grasiges, blumiges, erstmal gar nichts.
Vielleicht eine kleine Zitrussäure vom Fruchtkörper, aber so ganz leicht, ne? Ja, also ich würde sagen, ein wahrnehmbares Bouquet, was jetzt nicht sehr selbstbewusst ist und nicht zwingend im Rampenlicht stehen will, ist eher ein bisschen zurückhaltender, finde ich aber auch okay, kann man so absolut durchgehen lassen. Macht mir auf jeden Fall Bock auf mehr. Und genau das Mehr, das kommt jetzt. Freunde, genau, der Andruck. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier, auf Opas Liebling und auf den Genuss, hoffen wir mal. Ach ja, ach ja. Weich. Das allererste, was ich sensorisch wahrnehme, es ist weich. Weich, saftig, ölig, geht gut runter, läuft. Folglich haben wir hier ein dynamisches Bier. Obwohl es jetzt nicht sehr spritzig ist, muss ich von den Attributen sagen, ist es so ein Kandidat, der ist jetzt auch wirklich gut runtergekühlt. Das ist wieder so, wo ich sage, biergartentauglich. Ne? Da sitzt du so draußen schön im Sommer und dann machst du dir da so ein Fläschchen auf und das zieht sich, das geht dann runter wie Öl. Das läuft. Ja? Das ist wieder so ein richtig so ein Kandidat, wo ich sage, mein Gott, das ist aber süffig. Ne? Das ist auch wieder so ein Sundowner. Da wo du dann auch sagen könntest, okay, so nach getaner Arbeit, Quanten auf dem Tisch, ne? Schön Sonnenuntergang genießen und dann trinkst du das, das ist so richtig schön dynamisch. Ne? Das läuft gut. Ich habe schon fast überlegt beim Antrunk jetzt, so okay, verstecken sich da vielleicht noch so ein paar Nuancen, die vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit benötigen, sodass man da vielleicht von einem gemütlichen Bier eher sprechen könnte. Wir schauen es nochmal gleich genauer an, weil ich mir einen kleineren Schluck mal gönnen werde. Aber erste Tendenz beim Antrunk würde ich wirklich sagen, eher von den Attributen her dynamisches Bier. Spritzig, ja, nicht wirklich, aber halt doch schon, es läuft gut, ne? Kommen wir mal auf die Aromen drauf zu sprechen, wie man auch vom Bouquet her hat schon rausgerochen. Es geht eher in Richtung Malzkörper rein, Lieblichkeit, Nussigkeit, Getreidigkeit. Das sind so erstmal die Sachen, die ich so ein bisschen jetzt wahrnehmen konnte. So ganz weit hinten müssen wir jetzt mal ein bisschen präziser schauen, uns mal ein bisschen drauf konzentrieren. Steigen wir mal ein, gehen wir mal gucken. Also. Also erstmal einen kleineren Schluck genommen. Ja, und es bestätigt sich, wie gesagt, also das ist ein dynamisches Bier. Ja, ihr könnt es auch probieren, ein bisschen länger im Mundraum zu behalten, ein bisschen Temperatur anziehen lassen, aber da wird es nicht mehr viele Aromen preisgeben. Das ist ein ehrlicher Kandidat hier. Der ist jetzt nicht so komplex in der Textur, dass er da wirklich noch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Das ist schon recht schlicht, sage ich mal. So, gut, haben wir das schon mal festgelegt. Ja, schön ausgeprägter Malzkörper, was mich auch wirklich an ein Kellerbier so ein bisschen erinnert. Durchaus ein bisschen getreidiger, auch nicht so extrem, also auch in den Spitzen eher beschnitten, in den Aromaspitzen. Dennoch aber deutlich wahrnehmbar, finde ich gut. Ist auch nicht zu süß, es ist so eine angenehme Lieblichkeit, würde ich sagen, die so parallel zu diesem getreidigen, eher nussigen Komponenten, sage ich mal, verläuft. Finde ich auch sehr angenehm, schön abgestimmt, nichts Übertriebenes oder so, nichts Verrücktes oder so Experimentelles, sondern auch richtig schön, ja, ausbalanciert, würde man sagen. Fruchtkörper für ein Kellerbier, muss ich sagen, verdammt mild. Also da ist ein bisschen was, überreife Apfel, überreife Birne, so in diese Richtung könnte das gehen. Auf jeden Fall eher überreife Früchte, wie gesagt, die auch nochmal ein bisschen, ja, auf der einen Seite Zitrussäure mitbringen, auf der anderen Seite aber auch eben dieses typisch schwere, eher süß-liebliche, sage ich mal. Aber auch ganz weit sekundär im Hintergrund. So, dann schauen wir noch mal kurz, was der Hopfen da so sagt. So. Der sagt nicht viel. Wobei, das ist jetzt das Interessante daran, dass dieses doch eher in den Aromaspitzen beschnittene Bier tatsächlich aber es schafft, nach hinten raus eine leichte, also wirklich eine klitzekleine Hopfenfloralität nach vorne zu bringen, sodass ich hier so mal so beim Abgang, beim Runterschlucken, dann merkst du halt schon, okay, das ist schon so ein bisschen hopfig, ne? Aber ganz mild, so richtig so, ja, fein herb, würde ich fast schon sagen. Fast gar nicht wahrnehmbar, weil einfach der Malzkörper hier doch präsenter, sage ich mal, ist. Aber es ergänzt sich. Und das ist das Schöne, warum ich sagen würde, dass dieses hier Hertel, Opas Liebling, wirklich so ein, ja,
gut ausbalanciertes Bier ist, finde ich. Also es ist sehr, sehr schön abgestimmt, es ist harmonisch. Da ist man jetzt nicht großes Risiko eingegangen. Ne? Man wollte schon versuchen, jetzt nicht zu craftbiermäßig, zu extrem sein, sondern man wollte halt wirklich mit den ja, Standardzutaten, die auch in ein Bier reingehören, Wasser, Gerste, Malz, Hopfen, Hefe, das Bestmöglichste da rauszuholen, dass es trotzdem noch nicht ein langweiliges, sondern ein interessantes Endergebnis wird, ein spannendes Bier. Und genau das haben wir hier auch. Also, können wir zusammenfassen, Hertel Opas Liebling. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das Bier hier in der Opas Liebling ist. Das süffelt sich so weg, ne? Könnte ich mir so vorstellen, ist ein ehrlicher, gemütlicher Kandidat, da machst nicht viel falsch. Kannst deinen Gästen anbieten, die sind garantiert auch zufrieden und dann freuen sie sich noch über das Etikett hier. Ist soweit in Ordnung. Hm? Ja. Ist okay. Also, für den normalen Bierliebhaber, sage ich mal, der jetzt nicht viel Wert legt auf verrückte Sachen oder große Aromaspitzen, für den wird es vielleicht auf Dauer, dann sagen die auch so, ja, das ist ein super Bier, ist gut ausbalanciert, aber es ist halt kein Genussfeuerwerk, es ist halt kein hedonistischer Hochgenuss. Das würden die sagen, ne? Das sind so diese Bierexperten, sage ich mal, die immer auf der Jagd sind nach dem besonderen Kick, nach Surprise, nach Exclusive. Das haben wir hier nicht. Da ist man vielleicht enttäuscht, da täuscht vielleicht so das Etikett ein bisschen, weil man denken könnte, okay, da sind ja so ein bisschen, noch ein bisschen Aromahopfen drin oder so und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Das gibt's hier nicht. Hier haben wir Ehrlichkeit, Schlichtheit und ja, leckeren Geschmack, gut ausbalanciert. Ja, deswegen also die ganz Experten, sage ich mal, die werden wahrscheinlich eher ein bisschen enttäuscht sein. Alle anderen, wie gesagt, die normale Bierliebhaber sind, die gerne mal ein gepflegtes Bierchen trinken wollen, die werden hier nicht enttäuscht werden. Die haben hier genau das, was sie erwarten von einem gut qualitativ hochwertigen Bier. Würde ich so weit gehen, dass ich sage, das ist von der Qualität recht gut. Die werden nicht enttäuscht sein. Die können sich hier auf jeden Fall ein Fläschchen holen. Ja, was sagt der alte Biersüffler hier? Ja, der Biersüffler sagt, ich kipp mir da erstmal nochmal ein hier. Gehe ich ins Detail als Biertester, was würde ich dann sagen? Dann würde ich erstmal sagen, für ein Kellerbier ist es recht mild gewürzt. Also es ist jetzt nicht so kräftig, wie man sich das vorstellt. Wenn wir jetzt mal eine Brauerei uns wählen würden, ebenfalls aus Bayern, aber Industriestandard, nehmen wir mal die Kulmbacher Brauerei mal aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, was haben wir da? Naja, da haben wir zum Beispiel das Mönchshofen, ne? Kellerbier. Und da haben wir auch schon probiert und haben auch gesagt, so, ja, da ist ja schon ein bisschen Würze drin. Ne? Und wir hatten ja auch schon andere Kandidaten gehabt, wo wir gesagt haben, ja, für einen Industriestandard, da ist ein bisschen Schmackes drin. Diesen Schmackes vermisse ich hier so ein bisschen. Das ist so ein bisschen in den Aroma, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, in den Aromaspitzen tatsächlich beschnitten, sodass es sehr herunterreduziert ist. Ne? Da wollte man auch nochmal sicher gehen. Ich bin der Meinung, man hätte sich mehr trauen können. Man hätte mit dem Hopfen noch ein bisschen was machen können und man hätte tatsächlich auch noch mit dem Malzkörper ein bisschen was machen können. Ich sage immer Mut zur Innovation. Man kann traditionelle Braukunst betreiben, aber man muss auch immer mal ein bisschen Mut haben, ein bisschen Schmackes. Und hier, ich weiß, es ist wie eine Platte, die ich sage. Baden-Württemberg, der Dachsenfranz, das Waldpilz, das Waldhaus, Diplompilz zum Beispiel. Das sind so eine typischen Kandidaten, wo ich sage, oder hier Filanka-Pilz. Das sind jetzt alles Pilzbier, ich weiß, aber... Das sind so, wo ich sage, wow, da sind diese Spitzen drin, dieser Wiedererkennungswert. Und genau das ist es, was ich hier immer so hoch bewerten tue, weil ich sage, das ist halt das Interessante, aus so wenig Zutaten so was Spannendes, so eine Abenteuerreise zu machen. Ja? Und das ist hier eben nicht, hier ist man auf der geradlinigen Seite, dass man wirklich sagt, wir wollen ein ehrliches, leckeres, gut ausbalanciertes Bier braut. Und das ist hier so gelungen und deswegen ist da natürlich auch Charakter und eine Seele drin und deswegen möchte ich es auch genauso bewerten. Ich finde es gut, ich bin noch kurz am Überlegen. Ja, ich möchte den 4 von 5 / 6 möglichen Punkten geben und ich spreche meine Empfehlung aus, könnt ihr euch ruhig mal mit in den Einkaufswagen packen. Ist gar nicht mal schlecht, dazu fühlt sich so weg, ist wirklich Grund auf ehrliches Bier. Könnt ihr trinken. In dem Sinne, Biersüffler ist draußen. Wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.